Und damit herzlich willkommen zu unserem mittlerweile vierten Skirmish in Stronghold Crusader Extreme. Und ja, es ist tatsächlich die Nummer 4, denn das Helms Klamm Special war ja im normalen Stronghold, das gliedere ich ein bisschen aus. Es war einfach ein Special, sagen wir es mal so. Und nun, jetzt spielen wir auf der Karte Himmelsfall. Das ist eine neue Karte, die ist erstellt worden von Damian das Gnu und ich finde sie sehr, sehr schick, muss ich sagen. Bietet auch sehr viel Platz für andere KIs, dass sie sich ordentlich ausbauen können und nicht irgendwie was verbauen oder irgendwas buggt oder es irgendwelche anderen Probleme gibt. Ich habe da schon mal den ein oder anderen kleinen Testlauf gemacht. Und ja, Himmelsfall. Ich wurde auch gebeten, die Beschreibung vorzulesen. Von daher würde ich sagen, bevor wir irgendwas einstellen, tun wir erstmal dies. Im Übrigen, Himmelsfall, die Karte, ist in der Beschreibung für jeden zum Download frei. Das heißt, jeder, der die Karte haben will, kann sie gerne haben. Es gibt keine Beschränkungen oder sowas. Was die KIs angeht von F-Ray, wie gesagt, sobald die zur Verfügung stehen, gebe ich euch Bescheid. Na schön, Himmelsfall, ausgeglichen. Ist tatsächlich ziemlich ausgeglichen. Nach eurem Fall vom Himmel und 10 Jahren Tiefschlaf seid ihr und eure Rivalen gezwungen, eure Auseinandersetzungen auf irdischem Gelände fortzutragen. Naja, es geht also tatsächlich um gefallene Engel oder sowas in der Art. Fortzusetzen. Das Gemeine ist, Kartenbeschreibungen lassen sich nicht so leicht lesen wie beim normalen Stronghold, dass man so eine Missionsbeschreibung hat. Man muss da so ein bisschen blöd mitscrollen. Euer Aufprall hat die Umgebung bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet. Tief unter dem Sand der Zeit jedoch nehmt ihr die Präsenz einer alten Stadt wahr, in der einst Slumlords, manchmal mit Sturmlords verwechselt, ich kann mich erinnern, um die Macht kämpften. Doch diese Ära ist längst vorbei und nun macht ihr euch mit unmenschlichem unmenschlicher Blutwurst daran, euren ebenso nichtmenschlichen Widersachern das kristallene Herz herauszureißen. Ob ihr alleine kämpft oder einen vorläufigen Pakt mit einem eurer verhassten Gegner schließt, liegt ganz bei euch. Ganz egal, wie ihr euch entscheidet, am Ende braucht ihr die kristallenen Herzen, um diesen seltsamen Ort zu verlassen. Aber ja, Dingensbummens. Die Slumlords. Stimmt, das war ja von Damian das Gnu. Das war damals beim Stronghold Crusader Map-Wettbewerb. Und ja, 5 Spieler-Maps. 5 Spieler-Karte, 5 Spieler-Map. Und in dieser Map hat jeder Spieler, also jeder, der hier ist, egal ob Spieler oder KI, 2 Spawner. Einen europäischen und einen arabischen. Was heißt, ich habe mal über ein 4 gegen mich nachgedacht, aber das wird arschhart werden. Von daher, die nächste Sache ist die, das hier sieht nach einer wunderbaren Bündnisposition aus. Und die nächste Sache ist die, ich mit einem Verbündeten, also 2 gegen 3, wäre wiederum zu leicht. Von daher entschließe ich mich mal Folgendes zu machen. Ich nehme einfach mal 3 sehr starke europäische Fürsten. Wolf, Richard, machen wir da noch passend so, was die Farbe angeht. Richard, nehmen wir den Kalifen mit rein. Nee, Moment, Richard, Friedrich in dieser Farbe. Und der Wolf... blau. Moment, dann machen wir es so. Weil die KIs, die ich mir gedacht habe, jetzt muss ich das bloß noch mit den Farben regeln, ist der Kalif alleine, also es wird ein 3 gegen 1 gegen 1. 3 starke Europäer, Richard, Wolf, Friedrich, gegen mich und gegen den Kalifen. Von daher beginnen wir mit dem Kalifen, dann nehmen wir Friedrich, dann nehmen wir Richard, dann nehmen wir den Wolf. Dann passt das mit den Farben. So, ich bin hier, der Kalif verkrümelt sich da unten und das Dreierbündnis ist hier. Ich hätte gerne, dass der Wolf und Friedrich zusammen nebeneinander sind. Wunderbar. Ist eigentlich egal wie. Obwohl, der Wolf ein bisschen mehr Platz, das haut hin. Und Löwenherz ist hier. Wunderbar. Machen wir noch Kreuzritter Spiel, maximaler Computervorteil. Verbünden die 3 und würde sagen, haben wir Spaß und so. Ich würde sagen, so haut es hin. Und so haben wir gleich ein bisschen Anfangsgerangel zwischen 3 verschiedenen Fraktionen zu Beginn. Weil die arabischen Spawner sind hier in der Mitte. Das werden wir gleich sehen. Besser gesagt jetzt. Pause. Und ja, die Sache ist die, keiner der Bergfriede ist genormt platziert, muss man sozusagen. Das heißt, will ich so lassen, wie es ursprünglich war, ich unten links oder drehe ich? Ich mag es nicht so zu spielen, ich muss es so haben. Aber gut, im Grunde, wie schon gesagt, keiner der Bergfriede ist richtig rum.
Aber es passt schon. Ich glaube, ich drehe es mir einfach zurecht. So, wir sind jetzt einfach oben links. Passt. Kalifa unten links. Und das Bündnis von den dreien. Da ist Witchy. Da ist Friedrich. Da ist der Wolf. Ihr seht, die KIs haben genug Platz, um sich zu entfalten. Alles klar. Die Spawner sind hier in der Mitte. Die arabischen. Bei denen sich gleich am Anfang alle auf die Mütze geben. Ich habe mal so ein Nieder gegen jeden Gefecht gemacht zu Beginn, ganz kurzes. Nur um mal die Map anzuschauen und zu sehen, was passiert. So ein Nieder gegen jeden ist auch lustig, wenn sich hier jeder gegenseitig aufs Maul kloppt. Und ja, jeder der Spieler hat eben noch einen eigenen Spawner, einen europäischen und noch einen weiteren. Ach du Scheiße, stimmt! Ja, es waren ja drei. Ein arabischer in der Mitte, einer hier und noch ein europäischer. Das heißt, wenn wir alleine gegen 4 spielen würden, hätten wir 12 Spawner gegen uns. Ich würde gerade 14 sagen. Lol. Alles klar, ich würde sagen, legen wir einfach los. Fortsetzen. Bitte auf normalem Tempo, herzlichen Dank. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Das wird spaßig. Ja. Das wird spaßig mit 23S. Machen wir mal einen Dreier. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Dreier mit dem Vorratslager. So. Seid gegrüßt. Grundsätzliche Verwaltung und so. Hier spiele ich erstmal so mit allem, was mir so gegeben ist, würde ich sagen. Ich schränke mich jetzt nicht ein. Aber was ich sehr, sehr interessant finde, ist irgendwann tatsächlich diese Challenge zu machen, wie jemand gesagt hat, dass wir mal wirklich ohne Marktplatz spielen. Beziehungsweise, wir können vielleicht einen Marktplatz bauen, aber nur für das aller... Sie haben keine Chance. Ja, das heißt, dafür ist aller vielleicht für Nahrung oder so. Aber grundsätzlich den Marktplatz so wenig verwenden wie möglich und im Idealfall gar nicht verwenden. Wäre schon eine Idee, ne? So, machen wir es mal so. Arabischen Spawner mache ich dann woanders hin. Ich versuche mich an Brot. Machen wir es ein bisschen klassischer. Der Aufbau kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich mache gerade eigentlich frei Schnauze, aber irgendwie folge ich wieder so gedanklich dem Muster, das ich schon öfters gemacht habe. Um das Gebäude zu verwalten. Ja, tatsächlich. Es sind nicht genügend aber Arbeiter gut. Vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Soll mir Rechtus sein. Und so. Wir benötigen Holz. Und ich glaube, es ist eine Challenge, um zu sagen, wir machen jetzt... Wir machen jetzt keinen Marktplatz. Das sollte ich dann doch lieber beim Kampf gegen eine KI machen, wo es ein bisschen ruhiger ist und wir nicht so viele Gegner haben. So, und gegen zwei Computergegner beispielsweise wäre es bestimmt was Cooles. Aber da wir ja effektiv drei Gegner haben, so gesehen 4, aber der Kalif wird wahrscheinlich nicht dazu kommen, uns großartig zu nerven. Ja. Ich glaube, wir haben genug Stress in dieser Mission. So ist es nicht. Hier ist mir einfach zu viel los. Geht mal weg. Was habt ihr vor? Aber das da hinten werde ich bestimmt gut verteidigen können. Scheiße, hier ist eine Furt. Lecco mio. Ich brauche erstmal hier ein bisschen was. Zum Okum. Und ein bisschen Geld. Danke. Geld! Bitte Geld hier regnen lassen. Ja, genau. Zum Okum. Bin zur Stelle. Sanatro Kohalan. So. Wisst ihr, was ich mal mache? Wir machen das mal so. Und das Tor ist ja tatsächlich so einen Weg nach außen. So, die Bäcker stehen irgendwie... Ihr steht mal wieder kacke, wie immer. So. Hier, nehmt was. Aber geht mir aus dem Weg. War ein bisschen plötzlich... Nö, es klappt ja so gar nicht, wie ich es ganz will. Na gut, machen wir es so. Eine Nachricht vom Kalifen. Die Geier sammeln sich. Sie kreisen über eure... Greift er mich tatsächlich an? Burg. Du Eumel! Wisst ihr was, wir lassen das jetzt einfach so. Wir brauchen nicht mehr Produktion. Wer braucht sowas schon? Produktion, hallo? So, Marktplatz kann ja ein kleines bisschen... Ich sag dir ein kleines bisschen Platz. Gut, ich hab nicht ausgesprochen. Und Achtung, Balken incoming! Wird ein bisschen laut. Ich wurde des Öfteren gefragt, warum ich... Ich glaube, das habe ich sogar schon mal beantwortet. Aber ich wurde des Öfteren gefragt, warum ich eigentlich überhaupt immer das Spiel nochmal leiser stellen muss. Nun, es liegt daran, dass auf dem Wichser...
Seht euch vor, da. Seht euch dass vor. Im Windows-Mixer die Spiele unterschiedlich laut eingestellt sind. Das, selbst wenn ich sie eiche, vieles setzt sich wieder zurück. Steam-Spiele beispielsweise setzen sich gerne mal zurück. So, machen wir das tatsächlich mal so ein bisschen... Machen wir es mal nicht so strikt, sondern machen wir es mal wirklich so ein bisschen angepasst an mein Innenleben. Dass es mal nach was anderem ausschaut. Von Richard Löwenherz. Noch ehe dieser Tag zu Ende ist, wird ein Banner über eurem Bergfried flattern. Oh nein. Also wirklich, oh nein. Ja. Macht mal was. Rücken aus. Eigentlich könnten wir das Ganze nutzen. Wir könnten klar noch eine Treppe reinmachen. Wo könnten wir die Treppe reinmachen? Die könnten wir... Nee, unbedingt. Machen wir mal hier eine rein. Ich könnte hier aber auch tatsächlich eine Verbindung schaffen, weil wer muss hier schon großartig vorbei. So, zack. Haben wir das ein bisschen abgetrennt. Und haben auch eine Verbindung nach oben gleich. So. Und wir brauchen ein paar mehr Bogenschützen. Es wird nicht lange dauern, da kommen die ersten Gepanzerten. Von daher brauchen wir auch Armbrustschützen. Aber wir haben den Anfang geschaffen. Aber komplett ohne Marktplatz wird schon hart. Da müssen wir uns wirklich alles, auch für die Burg, da müssen wir uns alles selbst erarbeiten. Das ist eine Idee fürs nächste Mal. Da mache ich wirklich mein Spiel gegen ein bis zwei KIs, die jetzt nicht allzu, also etwas, das nicht allzu übertrieben stark ist. Weil wenn wir unglaublichen Druck auf uns ausgeübt haben ohne Marktplatz, das ist einfach Sargnagel. Komm, zwei Dick hätte ich die Mauern trotzdem gerne. Eine Nachricht vom Kalifen. Dass der Kalif echt die Nerven hat, mich anzugreifen. Ihm geht's selbst nicht unbedingt am besten. Also, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich nehme es mal an. So, das da hinten bietet sich eigentlich wunderbar für den Turm an, genau wie das hier. Mann, warum habe ich hier nicht solche Engstellen? Ja, ganz ehrlich, warum eigentlich nicht? Hallo, geht mal weg. Kommt, die eine Bäckerei, die braucht doch keine Sau. Keine! Nie! Nie! So. Besser. Größer ist besser. So, und was für einen Turm kriege ich hier rein? So einen kriege ich gar nicht. Es sei denn, da steht eins aus. Na ja, komm, da kann eins ausstehen, ist mir egal. Sieht sogar, das sieht bei den Rundtürmen sogar ziemlich gut aus, wenn es eins nach außen steht. Go. Wer ist denn das? Und von welcher... Alter, willst du mich verarschen? Und ihr trefft den nicht, oder was? Ja, genau. Boah, ist das gemein. Boah, ist das hart. Ja gut, wir treffen ihn langsam, aber... Mann, der macht mir Aua. Auf mich mit Steinen ins Gesicht zu werfen. Hallo, wo sind wir denn? Wir sind doch hier nicht im mittleren Ost. Scheiße. Große Steine, kleine Steine, spitze Steine. So, das den gleichen Scheiß mache ich hier auch mit den Bäckereien. Und mit meinem... mit meinem... Türmchen. Und dann soll das alles schon so seine Ordnung haben. Wir wissen ja, dass kleine Bogen hier locker ausreichen. Dieses Kack-Katapult, ey. Es ist unfassbar. Wie kann man nur so penetrant sein? Bist du endlich mal tot hier? Komm, mach mal schneller. So. Jetzt bitte Ziel wechseln. Da haben wir ein paar Schwertkämpfe. Mehr komischerweise nicht. Mutig. Ihr kennt wie schaut's hier aus? Hey, Kalif hat ein paar Problemchen. Kommt eine Kuh geflogen. Wird auf jeden Fall interessant. Ihr seid der fünftgrößte Herrscher. Ein paar Steine können wir uns auch mal holen und so. Na, dass das immer so blöd platziert sein muss. Das ist halt das Nächste, wenn wir so die Himmelsrichtung ändern. Da ist auch das komplett ungewohnt. Aber wie gesagt, die Sache ohne Marktplatz ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ihr könnt mir vielleicht ein paar Vorschläge machen, was sich vielleicht gut eignen würde für so eine Benutze-keinen-Marktplatz-Beschränkung.
Es könnte nämlich echt interessant werden, da wette ich drauf. Aber erstmal brauche ich das hier, würde ich sagen. So, bauen wir das nochmal fertig. Hey, haut wunderbar hin. So. Fertig. Nein. Kommt noch was. Kommt noch viel. Es ist aber tatsächlich ruhig. Na gut, Kalif ist gerade ein wunderbares Schutzschild, glaube ich. Alle kloppen gerade auf ihn ein. Es werden Rekruten benötigt sein. Nicht mal. Gut, dann wird es interessanter, sobald die Spawner mehr ausspucken. Können wir mal die ersten paar Ambusch-Schützen machen, für den Fall, dass dann bald mal die ersten gepanzerten Staffeln angreifen. Was bis jetzt... Ah, kaum habe ich nichts, wollte sagen, bis jetzt ist noch nichts passiert, ja. Richtig. Wir stehen zu Diensten. Zum Ohrum. Achtung! Achtung! Kommt mal alle hoch. Los! So, hier könnte man auch wunderbar ein Türmchen platzieren. Das fügt sich sogar fast zu gut. Ne, fügt sich doch nicht gut ein. Muss ja nicht alles wunderbar passen, ne? Aber da hinten brauchen wir noch nicht mal so große Türme. Hier könnte man beispielsweise mal so einen platzieren. Hier können wir tatsächlich mal sagen, wir brauchen diese kleine Eineckung hier nicht unbedingt. So, machen wir es mal so. Der Bergfried ist komplett. Ja, ich habe euch doch gesagt, ich habe das Ding, ich habe es ausgetauscht. Wir haben kein frohe Weihnachten mehr, es tut mir leid, es ist jetzt weg. Es kommt nicht mehr wieder. Es hat gemeint, es ist Zigaretten holen. Wir haben nicht genügend Steine, my Lord. So. Zufrieden, die Herren. Sehr schön. Oh ja, hat durchaus was, oder? Weißt du was, ich mache mal eine Balliste hier. Gib mir mal die blöden... Mangel könnte auch sehr praktisch sein, aber ich glaube gerade eine Balliste hier für das ganze nervige Kropfzeug, was hier auf mich schießt, genannt Katapulte, wäre nicht verkehrt. Sire, wie lautet der Plan? Kalif geht es derzeit noch sehr gut. Also, nur weil es jetzt leicht ist, ihr wisst, wie die Spawner funktionieren. Die werden immer schlimmer, je länger sie existieren. Da werden wir bestimmt unseren Spaß haben. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Meine Männer sind ebenso tatendurstig wie ich. Macht euch bereit zum Kampf. Ein bisschen zurückziehen. Schon lustig, wie der... Die sind gerade alle auf mich eingefressen, oder? Ziemlich cool, dass der Spawner noch steht. Wir könnten ja ein bisschen gucken, dass wir irgendwelche gegnerischen arabischen Spawner hier in der Mitte schaffen. Mit dem, was wir hier haben. Den Kalifen lassen wir mal. Würden wir uns ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir den da entfernen. Es werden Waffen benötigt. Waffen geschultert! Und Marsch! Ja, ein Pop-Baumeister wäre nicht verkehrt. Euer Gnade. Und das ein oder andere Haus, wenn ich es gerade so richtig sehe. Wir könnten natürlich noch Bier machen, aber wir müssen nicht immer Bier haben, oder? Wie können wir helfen? Lagerungsgeräte bemannt. Ja, da kommt gerade ein bisschen was. Achtung! Es werden Waffen benötigt. Bereit, eure Lordschaft, zur Stelle! Kann es sein, dass... Ah ne, der Spawn steht noch. Das Schindy hat ihn schon niedergerissen. Wie schaut's hier aus? Schwierig. Ich brauche mal meine Schwertis dafür. Wenn sie rechtzeitig ankommen. Sind ja nicht die schnellsten. Und los!
Stronghold und seinen Schwertkämpfer-Mobbing. Also es ist halt wirklich so, wäre man mit dem Teil wirklich so arschlangsam gewesen, hätte man sich wirklich so unglaublich eklig darin bewegen können, nur, da hätte, glaube ich, niemand eine schwere Rüstung angezogen. Ich meine, es ist schön, richtig viel Schutz zu haben, aber wenn man sich bewegen kann wie ein Roboter mit Gelenkschäden, nicht wirklich. Das ist dann mehr Nachteil als Vorteil, weil jede Rüstung hat irgendwo Schwachpunkte. Und Stellen, wo man durchstechen kann. Wenn man sich kaum bewegen kann in dem Ding, dann ist man gefundenes Fressen. Okay, das ist kein Spawner. Aber trotzdem, ey. Ja, jetzt wird's lustig. Jetzt kommen nämlich alle Schwertkämpfer gleichzeitig. Warum eigentlich? Waffen geschultert! Bereits, eure Lordschaft! Super, jetzt haben die den gesäubert. Wisst ihr was, ich komme jetzt mit meinen ganzen Schwertkämpfern und versuche da drüben Witchy Spawner kaputt zu machen, der mich nervt. Vielleicht sogar beide. Ich geh jetzt weg hier. Baut mal was auf. Sie haben keine Chance. So. Das hat natürlich nicht funktioniert. Die Spawner hier, die arabischen, sind gar nicht mal so stark, fällt mir gerade auf. Aber die hier haben es in sich. Was wünscht ihr? Mein Schleuderschützen-Schwertkämpfe ist schon ein bisschen arg. Seid gegrüßt. Hart. Und los! Also Schleuderschützen in riesig großer Masse können die sehr, sehr gefährlich werden. Das hatten wir schon öfters. Los! Und Schwertis in großer Masse. Wenn man dann nicht massig Armbrustschützen hat, ist man eigentlich auch geliefert. Oder ein Riesenfeuerparadies wie der Kalif. Ein erträglicher Verlust. Mann, das Spawner, der am nächsten ist, ist der vom Kalifen. Den will ich nicht kaputt machen. Hier, guck mal, Kalif macht was Nützliches. Er greift einen Wolf an. Herrlich. Ja, ist herrlich einfach nur. Wolfi mit guten Sachen. Hammer. Puh. Schöner Graben. Wir sind bereit. Macht mal den weg. Bevor die anderen Schwertkämpfer da sind. Könnten mir da einiges kaputt machen. So. komplett ohne Marktplatz heißt es auch, komplett ohne Waffen kaufen. Das heißt, wir bräuchten eine komplett eigene Waffenproduktion, wenn wir das machen. So. Also, eine eigene Waffenproduktion. Alle Truppen sind nur aus eigener Werkstatt quasi. Da würde ich, wenn ich tatsächlich schnell Truppen bräuchte, viel eher Söldner einsetzen. Was auch Sinn macht, weil dafür sind Söldner da. Oh, ich brauche schnell mal Truppen. Also im Grunde, eine mutige Leistung. So ganz allgemein muss man tatsächlich sagen, dass dieser Marktplatz, auch fürs, also gut, für Stronghold Crusader ist es sowieso auf schnelle Skirmishes eigentlich ausgelegt, aber fürs normale Stronghold hat der Marktplatz tatsächlich Atmosphäre rausgenommen. Weil du dir zu viele Sachen so holen kannst durch das Geld. Beziehungsweise viel zu leicht. Es gibt keine Beschränkungen oder Waren, die immer teurer werden, je öfter du sie kaufst. Du kannst den Marktplatz halt wirklich als Stelle nutzen, um immer dir was anzuschippern. Es gibt keine Verzögerung, es gibt keine sich verändernden Preise. Ich glaube, ohne Marktplatz oder mit einem sehr, sehr stark eingeschränkten Marktplatz hätte das normale Stronghold auf jeden Fall um einiges mehr Atmosphäre drin. Weil du tatsächlich viel mehr auf die Produktion achten müsstest. Ich musste musste an sich sowieso. Das, so ist es nicht. Aber halt ein bisschen mehr. Das macht den Unterschied. Für Crusader. Es wäre cool, wenn man eine Option hätte. Marktplatz ein aus. Ah, gut, das wäre für KIs richtig scheiße. Ich glaube, KIs würden ohne Marktplatz komplett eingehen. Und man so als selbst als Spieler.
wäre durchaus nice. Achtung! Zur Stelle! Achtung! Und Marsch! Habe ich was erreicht? Hey, ich habe was erreicht. Goal. Oh, hier erreiche ich auch was. Goal. Nice.